Finde den Treffpunkt der Liebenden. Überall Erscheinungen. Jedes Kaff wird von irgendeiner Erscheinung heimgesucht. Das ist ja gar nicht so weit weg. Ich lauf's wieder. Das ist doch gleich da vorne. Oh, da kommt irgendwas angerannt. Ein Wolf. Hey, das ist ein Wag. Hey, komm mal her. Ich hab dich noch nicht in meinem Bestiario. Oh, du greifst schneller an. Du greifst schneller an als der normale Wolf. Hui. Hier sind noch irgendwo ein paar Kräuter. Hier, sind das die Kartoffelpilze? Nein. Haarschleier. Haarschleierlinge. Kannst du mal bitte einfach da durchgehen? Okay. Ich hätte eigentlich ganz gern, haben wir echt nichts. Wir haben doch eigentlich was zu essen. Ich will aber eigentlich meine zwei Tränke draußen behalten. Weil wir haben ja eigentlich wieder ein bisschen was, deswegen. Naja, erstmal wegen rohes Fleisch. Es regeneriert natürlich nicht so lange, ne? Finde den Treffpunkt der Liebenden. Ah. Verbrenne Zulas Brief und das getrocknete Blut vom Messer. Ich will mich erstmal ein bisschen voll regenerieren. Wenn ich voll regeneriert bin, dann tun wir wieder den Trunk. Den guten alten Trunk. Moment, da unten ist er. Hier rein. Weil wir jetzt wahrscheinlich gleich gegen diese Erscheinung kämpfen müssen. Haben wir noch dieses Geisteröl? Normal haben wir das, ne? Ja, das müssen wir da noch draufhauen. Und dann sind wir, denke ich, gewappnet gegen diesen Geist. Wenn da jetzt einer kommt. Da ist er doch. Okay. Kleinen Moment bitte. Welches Schwert benutzt man gegen die Silberschwert natürlich, oder? Geisteröl. Was? Ich hätte das vor dem Kampf machen müssen? Ach komm, ist das dein Ernst? Naja, okay. Naja. Dann machen wir dich halt einfach so platt. Boah, Alter, die haut ganz schön drauf. Alter, fuck, haut die rein. Boah, das wird ein schwieriger Kampf. Wow. Okay. Was zur Hölle ist denn das jetzt? Okay, damit heilt die sich wieder voll. Okay, wow, das ist echt heavy. Das Ding ist außerhalb meiner Magiefalle. Erwische ich die ja nicht mehr. Bei den bisherigen Erscheinungen war es ja. Immerhin. Oh fuck! Oh fuck, Alter. Boah, die ist echt stark. Wow, die ist echt saustark, die Alte. Und ich habe keine Tränke mehr. Ich will das jetzt schaffen, ey.
Wow. Sorry, wenn ich gerade nichts sagen kann, aber das ist so. Nein, fuck. Nein, nein, nein. Okay, 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 Moment, 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 Moment. Ich habe noch ein bisschen Heilung da, oder? Wo ist denn da? Okay, ein bisschen Heilung habe ich noch. Nein! Oh Gott! Alter Scheiße. Greif mal an, komm. Nein! Nein! Och Mann! Och Mann! Hä, was war das denn jetzt gerade? Die hat zwei sauschnelle ange... Och Mann! Oh nein! Oh, oh, oh Mann, ey. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Oh, jetzt muss ich den Ältesten wieder fragen. Oder? Ja, es hat hier vorne gespeichert. Ja, okay, das schneide ich raus. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich vorne beim Geist bin. Das müssen wir jetzt ja nicht nochmal mit rein. Also bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Vorne an dem Lager von den Liebenden. Diesmal vergessen wir nicht, das Öl drauf zu tun. Geisteröl. Genau. So. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir machen können? Wir könnten erstmal. Es ist Alchemie, ne? Haben wir irgendwas? Was ist das denn hier? Erlittener Schaden erhöht für die restliche Kampfdauer die Schadensresistenz bis zur Obergrenze erreicht ist. Okay. Hm. Whatever. Wir haben wahrscheinlich nichts, was noch ansatzweise irgendwas bringt, oder? Oh, das ist eine Bombe. Katze bringt nichts, denke ich. Was ist weißer Honig? Hebt eigene Vergiftung auf. Okay. Katze ist ja, dass man, genau, in der Dunkelheit sehen kann. Ah, wir können mittlerweile Insektoidenöl herstellen. Gifte erhängen. Ey, das können wir uns eigentlich auch mal machen. Mensch. Ist doch ganz gut gewesen, dass wir hier mal reinschauen. Okay. So, dann speichern wir nochmal kurz. Und dann... Oh, so. Oh.
Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Was? Hä, beim letzten Mal... naja. Machen wir mal bis 22 Uhr. Beim letzten Mal ist sie doch auch gekommen. Sein Bart hat gerade nachgeladen. So. Okay, als allererstes das, das. Und zack. Oh fuck. Wenn die scheiß Rune auf einmal nachlässt. Hat sie sich aufgeteilt? Ja, sie hat sich aufgeteilt. Komm her. Zack. Und zack. Und zack. So. Aber die halten echt immer ganz schön viel, ey. Komm her. Kommst du? Oh, komm her. Ach, mach halt mal was. Also, geht doch. Oh, Alter. Ich könnte mir eigentlich auch mal Donner reinpfeifen. Nachdem sie sich das nächste Mal... Ja, okay. Ich nehme jetzt schon mal einen Schwalbentrank. So, jetzt, wenn es jetzt... Komm her. Jetzt. Jetzt frisst sie ordentlich. So, okay, oder wir. Alter, was? Gleich nochmal Schwalbe. Oh nein! Alter, genau in dem Moment, wo ich angreife, hört die Magiefalle auf oder was? Hopp, komm mal her. Alter, was? Die Magiefalle, wenn die immer einfach aufhört. Das wäre schön, wenn man so eine Anzeige wie für die Buffs, für die Falle hätte. Dass man einfach sieht. Dass man einfach sieht, wenn sie weggeht. Das wäre doch echt mal angenehm. Oh, Alter, das ist die echte. What the fuck? What the fuck? Warum ist das jetzt auf einmal die echte? Oh, komm ran. Komm her. Zack. Alter Falter, war das jetzt ein Ding, ey. Nachterscheinungsmutter gehen. Mondscherbe. Haar einer Nachterscheinung. Dunkelessenz. Vergessenes Schwert des Wurms. Und Nachterscheinungstrophäe. Heilige... Scheiße. Das war jetzt echt ein anspruchsvoller Kampf. Hol dir deine Belohnung. Was bringt denn die Trophäe? Ach, die habe ich jetzt automatisch ausgerüstet. Ja, ich würde gern sehen. Kann man die auch vergleichen? Nee. Muss ich jetzt echt bis da runter drücken? Oh Mann. 5% Bonuserfahrung bei Humanoiden. Was hat der Rest nochmal gebracht? 10% Chance auf Verstümmelung. Auch 5% Bonuserfahrung. Eigentlich finde ich Bonuserfahrung besser. Wenn ich ehrlich bin. Benötigst Stufe 6. Alter, das kann 3 Verbesserungen haben. Das ist ja ziemlich gutes Schwert. Und wir kriegen vielleicht Stufe 6, wenn wir jetzt gleich ein Level-Up haben. Oh, dann schnell zurück, schnell zurück. Plätze! Komm her!
Wo ist denn diese Pflanze? Hier ist die Pflanze. Krähenauge. Komm, Plätze, schnell zurück. Wir holen uns unsere Belohnung. Dann können wir vielleicht ein neues Schwert benutzen. Was heißt wir? Ich kann es dann benutzen. Ein Pferd mit Schwertern, das wäre ja mal... Das wäre ja mal ein Abfuck. Komm schon! Komm schon, Plätze! Komm schon! Hallo! Dorfältester Bolko. Sei gegrüßt. Was willst du? Mein Geld. Ich habe Hanna aus den Wäldern besiegt. Hanna aus den Wäldern ist fort. Ich habe sie besiegt. Puh. Und sie kommt auch nicht wieder? Nein. Ich weiß, wie man Nachterscheinungen endgültig los wird. Ja, natürlich. Deine Belohnung, wie vereinbart. Vielen Dank dir, Meister Hexer. Leb wohl. Fest abgeschlossen. Hanna aus den Wäldern. Stufe 6. Wir sind Stufe 6. Okay. Okay, kleiner Abspaß, das wird zwischendurch. 260 Kronen. Jetzt können wir dieses Schwert benutzen. Dieses abgefahrene Schwert können wir jetzt benutzen. Ich frage mich, was heißt denn eigentlich dieses minus 4 Hämmer? Was bedeutet das? Er ist auf jeden Fall besser als das, was wir da haben. Zack, jetzt haben wir so ein geriffeltes Schwert und da können wir jetzt gleich... Ist das eine Verbesserung für Waffen? Nein, für einen Ausrüstungsgegenstand. Und das können wir aber sogar in unsere Stiefel reintun. Zack. So, und diesen anderen Stein, der ist für die Fassung eines Schwertes, können wir dann hier mit reintun. Zack. Das ist doch super. Super. Und da haben wir jetzt diese ganzen Öle. Gegen Menschen, gegen Insekten, Geister und Nekrophagen. Schön, das gefällt mir. Like, ich speichere gleich mal. Obwohl, es hat wahrscheinlich gerade eh gespeichert. Ah, das ist doch jetzt schön. Schauen wir mal, wollen wir uns unser Schwert auch gleich mal angucken? Oh, hier mit dem Mond. Kann es bitte nochmal so grün leuchten? Ist sinnlos, sich wegen nichts aufzuregen. Was? Wer? Was? Wo? Was? Was bist du? Hä? Okay, blutiger Baron haben wir immer noch. Herrin des Waldes. Ach genau, wir wollten ja... Kayra besuchen. Vielleicht geht da ja jetzt was mit der guten alten Kayra. Auf Plätze, komm. Wir haben ein Date. Und du bist der Hexenmann? Ich bin der Hexenmann, ja. Der dich verhexen kann. Auch hüpf halt einfach drüber, Plätze. Ui. So. Guten Tag. Kayra? Wozu hat er sie gebraucht? Was? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brei. Aber nein! Was zur Hölle? Kayra, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Du hast gesagt, ich soll kommen. Ich würde dir gerne was abkaufen. Was machst du in Wählen? Hast du von anderen Zaubern? Das haben wir doch schon mal gefragt. Was willst du mit dieser Lampe? Warum wolltest du die Lampe? Kannst du mich endlich mal aufklären? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Ich bin hier, weil du gesagt hast, du hast eine Bitte an mich.
Huch. Okay, irgendwie will mein Controller gerade nicht mehr. Ist der Akku leer? Ich mach's einfach mal schnell mit Maus und Tastatur. Du sagtest, du hättest eine Bitte an mich. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Hey, guck mal, mit der Maus kann... Die verfluchte Insel im Sturmsee. Ich kann mit der Maus die Kamera bewegen. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dort hingeht, kehrt nicht zurück. Okay, ist auch gut wieder. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Fezzerat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Mein Controller will gerade nicht mehr. Naja, warum willst du denn? Yveserat hat die Bauern umgebracht. Warum willst du überhaupt diesen Fluch brechen? Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist, hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind. Hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Okay. Naja, ich helfe dir auf jeden Fall. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast, du kannst sie danach gern behalten, zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Okay. War, ja, das interessiert mich eigentlich auch. Ich dachte, sie kommt mit. Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich hab mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Okay. Jetzt sind wir aber ausgestattet. Ja, genau, was ist? Sie hat doch gerade erklärt, was es ist. Aber ich habe auch noch nie davon gehört. Ich habe noch nie von einem Xenogloss gehört. Funktioniert wie ein Megaskop.
aber es ist weitaus handlicher. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Schwer herzustellen? Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden. Dass jeder Magier so eins haben kann. Nicht die geringste. Und wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich habe nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Oh, jetzt geht er auf einmal wieder. Nett. Ja, dann auf zur Marco-Reus-Insel. Zur Marco-Reusen-Insel. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. Irgendwie dadurch, dass sie so ein bisschen Geheimniskrämerei betreibt. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Hm? Danke. Ich weiß einfach nicht. Questgegenstände. Du hast einen neuen Questgegenstand und bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an die richtige Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst. Okay. Was haben wir jetzt hier? Was? Wo? Was? Ein Xenokloss? Ich denke mal eher, der meint, da ist die Lampe gemeint, oder? Wo ist die? Help, bin ich jetzt irgendwie... Xenokloss, magische Lampe. Sonstiges. Ey, ich sehe die nicht. Oder... Ach, die ist schon ausgerüstet. Okay. Ja, irgendwie, die macht immer so viel Geheimnisgräbereien, deswegen... Ich weiß nicht, ob man der so zu 100% vertrauen kann. Auf jeden Fall werde ich erstmal wieder ihre ganzen Blumen klauen, die alle schon wieder nachgewachsen sind. Die habe ich doch schon beim letzten Mal geklaut, als wir hier waren. Da drüben ist noch eine. Hier. So, jetzt schauen wir mal kurz, wo diese Insel ist. Die Insel... Ist das das hier? Nein, das ist die blutige Baron-Quest. Wieso habe ich denn die? Ich will doch gerade gucken, wo die... Okay. Weltkarte? Ach, da unten ist das schon. Da ist das Boot. Und wo ist dann die Insel? Die hier unten. Ach, das ist die, die wir vorhin gesehen haben, wo wir hier rumgeschippert sind. Okay. Gut, dann mache ich mich jetzt noch auf den Weg zum Boot. Und beim Boot mache ich dann, denke ich mal, wieder eine kurze Pause. Nee, hier. Nee, wäre auch egal gewesen. So. Ja. Oh Gott, Gott, oh Gott. Mach langsam. Da unten haben wir das Boot. So, jetzt sind wir hier unten beim Boot angekommen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns, wenn es weitergeht. Bis dahin. Tschüss.